Da wäre zum einen die sportliche Form des Gegners, der in dieser Saison überhaupt noch kein Spiel verloren hat und an diesem Wochenende erstmals in seiner Vereinsgeschichte deutscher Meister werden kann. Und zum anderen wäre da die Personallage des SV Werder Bremen, die vor dem Auswärtsspiel bei diesem Gegner, bei Bayer 04 Leverkusen nämlich, richtig, richtig finster aussieht. Und da merkt man eigentlich schnell, Optimismus vor diesem Bremer Auswärtsspiel bei der Werkself zusammenzukratzen, das fällt relativ schwer. Das Bremer Abschlusstraining ist gerade eben hinter mir zu Ende gegangen am Samstagvormittag. Und da gab es immerhin die positive Nachricht, dass Marvin Ducksch dabei war, also nicht noch ein weiterer Verletzter in das große Werder-Lazarett eingezogen ist. Der wird sehr wahrscheinlich spielen können gegen Bayer 04. Ansonsten gibt es ja bekannt, einen ganzen Schwung Bremer Profis, auf die das nicht zutrifft. Acht an der Zahl, wenn wir die schnell mal eben durchrattern. Marco Friedl, Toni Jung, Jens Day, allesamt gesperrt. Und dazu kommen die Verletzten Jiří Pavlenka, Niklas Stark, Amos Pieper, Skelly Alvero im Mittelfeld und ganz vorne Justin Ginmar. Also mit diesen acht, gerade wenn man auf die Positionen und die Verteilung guckt, da könnte man ja alleine schon fast eine Startelf zusammenbasteln, die Werder eben in Leverkusen fehlen wird. Sodass die Bremer Dreierkette vor allem, weil die ist besonders hart betroffen durch die Ausfälle, massiv umgebaut werden muss. Und das ist so eine Art letztes Aufgebot, das Trainer Ole Werner da morgen ins Rennen schickt. Sehr wahrscheinlich Christian Groß hinten im Zentrum, Julian Malatini rechts an seiner Seite und Milos Veljkovic links. Viel mehr ist nicht mehr übrig, was bei Werder als Innenverteidiger auflaufen kann. Und das sind natürlich Spieler, denen Bundesliga-Niveau absolut zuzutrauen ist, keine Frage. Die allerdings gegen diesen Highspeed-Fußball von Bayer Leverkusen doch vor ein arges Problem gestellt werden dürften, sodass, da bin ich wieder beim Thema Optimismus und Zuversicht, es auch damit nicht weit her ist. Und da bleibt aus Werder-Sicht im Grunde nur, ja, der Gedanke an das, was der Fußball manchmal sein kann, nämlich herrlich unvorhersehbar. Was gab es nicht schon für Riesenüberraschungen, ja Sensationen? Und genau die wäre es sicherlich auch, wenn Werder morgen in Leverkusen einen Punkt holt oder gar gewinnt in dieser krassen Außenseiterrolle. Trainer Ole Werner hat gesagt, dass ihm das alles, was ich hier gerade runtergebetet habe, natürlich sehr, sehr bewusst ist. Klar setzt er sich mit der Ausgangslage auseinander, aber trotzdem will er mit seinem Team mit Mut und Entschlossenheit nach Leverkusen fahren und dort entsprechend auftreten. Vielmehr bleibt den Bremern ja auch gar nicht übrig oder andersrum gesagt, es wäre schlimm, wenn sie das so nicht machen würden. Und möglicherweise kommt es dann ja wieder zu so einem Tag, wie ihn Werder und das vielleicht als gutes Omen in dieser Saison ja schon einmal erlebt hat, nämlich vor dem Auswärtsspiel oder dann während des Auswärtsspiels beim FC Bayern München. Da hat vorher auch keiner auch nur einen Pfifferling auf Werder gesetzt, die Personallage auch damals angespannt und am Ende stand da ein 1-0-Sieg zu Buche. Also dieses Fünkchen Hoffnung darf man auch vor dem Leverkusen-Spiel haben, die, ja, wie gesagt, die Mannschaft der Stunde in Deutschland, vielleicht sogar in Europa sind, unter Trainer Xabi Alonso noch kein einziges Spiel verloren. Einfach Leckerbissen Fußball, den die Woche für Woche auf den Platz zaubern. Und die werden sich diese deutsche Meisterschaft ganz sicher nicht mehr nehmen lassen. Wenn es denn an diesem Wochenende noch nicht perfekt gemacht werden sollte, dann ist die Feierlichkeit eben verschoben. Aber in Leverkusen, so hört man, bereiten sie sich natürlich darauf vor, dass es nach dem Werder-Spiel da zu einem Platzsturm kommen könnte. Werder wäre dann ganz nah dran an der Meistersause, wird aber vorher während der 90 Minuten natürlich alles daran setzen, sich möglichst teuer zu verkaufen und, wenn es irgendwie gehen sollte, auch mit Punkten aus der Affäre zu ziehen.